Herzlich willkommen bei der Bubble, so viel mehr für euch, meine Damen und Herren. So, heute schauen wir von S. Castro, der Auserwählte, an. Denn wir sind doch alle irgendwie auserwählt für irgendwas. Dieser Vorschlag kommt natürlich von Assad Defrim. Ich hab dich natürlich nicht vergessen, mein Junge. Wisst Bescheid. Ich habe mich für das Video entschieden, weil hier sind die Lyrics mit drin. Es gibt, glaube ich, das, so ein ähnliches Video auf dem Rapper Sin-Kanal mit über 200.000 Abonnenten. Worum auch immer. Ich habe mich aber für dieses Video entschieden, weil dieses Video ist, ich glaube, auf den offiziellen YouTube-Kanal von der netten Herren oben. Deswegen, und weil ich das natürlich jedes Mal, wo ich halt das Video angucke, auch den Kanallink verlinke. Und ich gönne den Brüdern ihren Hack. Deswegen gucken wir das auf den offiziellen Weg an. So, ich bin gespannt, was mich erwartet, was S. Castro hier wieder hingezaubert hat. Der Kommandant eröffnete Krieg in Deutschland, kämpft gegen Goliath. Ich nimm's mit jedem auf, MC Leonidas, bringe wachen Rapper an die Ruhr. Kämpfer Natur, zuck das Mic aus dem Felsen wie Excalibur. Könnt ihr auch mal teilweise, wenn ich mal jetzt nicht irgendwie Stopp drücke und auf den Text eingehe, könnt ihr euch mal den Text durchlesen. Was er reimt, wie er es reimt, wie viele Silben das sind. Er wird ja selber merken, wie krass geil manche Dinge rüberkommen, beziehungsweise wie geil manche Lines sind. Hier, MC Looney das, Kämpfernatur, Excalibur, etc. Ihr wisst Bescheid. Eine Gnade, Wack MC, schießt euch auf dich. Ich hab Wut, ein deutscher Rap ist wie eine Spielzeugfabrik. Nur Toys auf Fließband, verseuchte Lieder. Verbeugt euch lieber vor mir, heute ist Kriegstag. Ich feuer die Beats grad, Mäus, ich ziel Bass und zerstreue deine Boys mit ungeheurer Schießkraft. Ich bin ein Mann mit Stolz, hebe die goldene Hand fürs Volk. Eine Line von mir und du kommst aus dem Takt, du Troll. Mit deiner Technik kommst du nicht an mir vorbei. Carles Puyol, das Mike in den... Ich habe den Song noch nie so aktiv gehört, beziehungsweise habe ich den Song noch nicht so gehört. Ich weiß ungefähr, wie die Hook ist, weil ich mir halt die EP gegeben habe, die auf YouTube gibt, komplett auf meinem hiphop.de Kanal, die halbe Stunde. Deswegen minimal kenne ich das Ding schon. Aber trotzdem überkrass. Zeiten zu wenden, um mit den Leid zu verbrennen, euren ganzen Scheiß zu beenden. Ich reiße die Wände in kleine Einzelteile wie Zettel. Deine peinlichen Sätze werden von meinen Zeilen gefressen. Ich zeige den Westen meine heiligen Kräfte, heilige Texte, weit und breit die besten, weil sie zerfetzen. Alle weißen Menschen sind von meinen Reimen besessen. Alle weiteren Deppen leiden nur an geistigen Fesseln, weil sie einfach nicht checken. Muss gar keiner bekämpfen, einige Rappende weiter meinen, das Recht hier zu retten. Fakt ist, sie sind alle weicher als Decken, doch wir sind eisern wie Ketten. Jeder weiß, wir schreiben die bestbewerteten, fettesten, härtesten, Nerven zerberstenden, Berge versetzenden. Alle. Nochmal zurück. Jetzt nochmal ein Stück zurück. Best bewerteten, fettesten, härtesten, Nervenzerbeständen. Ach, zerbersteten. Kloppi. Berge versetzenden, alle Gangster-Rapper, bettelnden Tracks. Also, dass hier nun mal klarkommt. So, oben geht's ja noch weiter. Wir haben noch. Da. So. Fängt er an, so mit Fakt ist, alle weicher als Decken. Dann Ketten. Bestbewertesten, fettesten, härtesten, nervenzerbersteten, bergenversetzenden, allen Gangster-Rapper, bettelnden Texten. Also, dass er nur mal klarkommt, auf welchem Niveau wir uns hier bewegen. So, weiter am Text. Fettesten, härtesten, nervenzerberstenden, Berge versetzenden, alle Gangster-Rapper battlenden Tracks, get back! Denn ich hebe den Ton für den Thron aus der Welt, für die Revolution! Die Hook, deswegen ein Stück zurück. Wir wollen es ja komplett durchschauen, wie ihr wisst. Ungefähr 20 Sekunden, 25 Sekunden, mache Stopp. Revolution! Ich kam in die Welt zur Veränderung, in drei Monaten kämpft das Leid, befreie den Rap von den Ketten. Dieser Beat-Umschwung.
erst so schön stark reinkommt, dann im zweiten, also da kommt die Hook ja nochmal, die überholt sich, aber quasi im zweiten Part dieses Dahinsiechen, dieses locker lässige, dieses ruhige. So, weiter mit Part 2. Zucker. Einfach nur Zucker, die Hook. Like Easter. Apu ist eh da. Zeuge das Wunder, den Prophet des Flows des 21. Jahrhunderts. Denk cuidado, ich bringe Top-Sound, Punchline gedonnen, akustischer Knockout. Ihr habt das lang genug verpestet, Dreckspart rennt besser vor Castros Vendetta. Der Hero holt wieder den Nitro-Flow und bumst die ganze Szene mit nur einem Mikrofon. Estilo Galactico. Meine Zunge ist vergleichbar mit einer Automatik Kalaschnikow. Ratatatata, der Panzer wandert, gepassa, durata, Bette a la casa. Üb, kleiner Padawan, lyrisches Massaker. Ich kriege über der Bühne Flügel und Ballabas. Lügner büßen, ich bin kühler als Alaska. Komm aus dem Underground, fühle den Uppercut. So, wisst ihr Bescheid? Wisst ihr einfach Bescheid? Deswegen habe ich extra dieses Video gesehen, also genommen, dass ihr auch die Lyrics lesen könnt. Natürlich finde ich das jetzt ein bisschen scheiße, wegen den. Ich komme mal kurz zurück. Dieses Querpasta, Ratatata, das sind einfach nur solche, ich würde sagen, solche Adlibs hier. Estilo Galactico. So, das habe ich schon bei den, sagen wir so, bei den SpongeBoss San Diego Album minimal kritisiert, dass da irgendwas hineingebastelt wird, dass da noch mehr Reime entstehen. So, und das haben wir wieder ungefähr das Gleiche. Aber trotzdem heißt es nicht, dass er jetzt irgendwelche schlechte Texte oder so schreibt. Es ist einfach nur mein Empfinden, dass manchmal einfach so Wortbildungen einfach eingefügt werden, dass da noch ein Reim entsteht, noch eine Reimkette, noch irgendwie, also dass es mehr wird, obwohl eigentlich gar nicht mehr ist. Komm aus dem Underground, fühle den Uppercut. In dein Kopf wie ein psychisches Katana. Dieser Typ verfügt über hyperphysische Babamacht. Rast wie Dampfloks, doch für mich gibt es keine Sackgasse. Nino, ich greife den Rambock. Der erste Part, also der erste Teil vom zweiten Part, dass ihr mal sehen könnt, wie viel Text dort drin fließt bei jedem Part. Loco, wie Partigiano, Capitano. Obacht, der Mörder zerstört mit der Bazooka. Flohkraft, die Gönn, werdet geburnt von der Supernova. Hör, Tracks von wahren Partisan, guck, Hebel, kämpft den Staat so radikal. Ich komm mit Rap aus Stahl, der Rap-Gitarren, geh weg. Ich streck den Arm und steck die Fahne in den Boden der Tatsachen. Lasse die Tatwaffen, bis alle die Affen gegen Armada versagt haben, weil wir mit Tarnkappen Massen vom Bart krachen lassen, den Bahn brachten und das ganze Land Fahrt brannten. So, jetzt nochmal zurück. So. Tatwaffen. Also Tatsachen, Tatwaffen. Wenn man jetzt Affen mit dazugeben will, gönnt ihr. Armada versagt haben, also wieder haben. Tarnkappen, Massen, Krachen. Oh fuck, das war ein. Wo hier? Tarnkappen, Krach lassen. Also krachen lassen, Wahn brachten, Land verbrannten. So, irgendwie reimt sich das alles. Auch mitten im Part reimen sich Wörter. Nur ist ja wieder mal so ein kleines. Das ist ein kleines Beispiel, wie sieht, wie genial es Castro manche Texte sind. Das ist einfach nur Zucker. Einfach nur Zucker. Weil wir mit Tarnkappen Massen vom Bart krachen lassen, den Bahn brachten und das ganze Land Fahrt brannten. Ich kam mit die Hook, nochmal kurz schön zurück, dass wir durchlaufen lassen können. Ich kam in die Welt von Veränderung, in dein Mund, der kämpft das Leid, befreie den Rap von den Ketten und für die neue Epoche ein, die neue Ära hat begonnen, hat begonnen, geht jetzt am Main. Don Lucho, contra todo el mundo, el puro Hip-Hop bis zum Pluto. Deutschland hebt die Fackel hoch. So einfach sieht's aus. So einfach sieht's aus, meine Freunde. Der reine Zucker. Ich weiß gar nicht, ob der Beat von Gorex ist. Das ist spontan. Ne, hier ist denn das.
Musikplayer, Supernova EP? Nee, schade. Schön durchgeballert, die Bars. Bam, 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 bam. Schöne Reimketten, natürlich wieder ein paar, sagen wir so, wie ich schon halt gesagt habe, ein paar Wörter einfach mal so reingefügt, dass es noch mehr Reimketten sind, als es überhaupt sind. Aber ich tue mal Eskastro nicht dafür kritisieren, dass wahrscheinlich sein Rap-Stil mit verschiedenen verschiedene Sprachen mit einzufügen. Wie hier unten haben wir einige rappende Biter. Biter ist ja auch ein englischer Begriff, wenn man das so nennen will, deswegen teilweise drauf geschissen. Aber einfach nur Zucker, der Song. Einfach nur Zucker. Und nein, das ist keine Analyse, das ist einfach nur meine persönliche Meinung. Und ich habe extra nur Stopp gemacht. Weil hier sehen wir den Text. So. Gefressenen, besten, zerfetzen, besessen, fesseln, checken, bekämpfen. Wisst ihr Bescheid? Hier retten, checken, retten, bekämpfen. Diese Reimketten. Deswegen extra der, also der Song mit Lyrics, dass ihr das mal lesen könnt, wie genial einfach so ein Text aufgebaut sein kann. Ganz einfach. Natürlich wird eure Meinung gefragt, Vorschläge, Meinungen, Kritik, gerne in die Kommentare. Der Song unten in der Infobox, der Knall unten in der Infobox. Und wenn ich nicht vergesse, die Supernova EP ist kostenlos zum Downloaden. So, ich werde den Link, den ich schon den letzten Eskastro-Songs verlinkt habe, werde ich mit einfügen. Falls ihr euch die Supernova EP also ziehen wollt, um Auto pumpen wollt. Wenn nicht, könnt ihr auf hiphop.de beziehungsweise gebt einfach Eskastro Supernova EP ein. Da seht ihr die ganze EP, das ist eine halbe Stunde oder so geht die. Aber schön geballer. Da ist zum Beispiel der Song Supernova drauf. Der Auserwählte wie das hier. 160-fache Kajoken. Was habe ich noch? Ich habe da noch einen Song drauf reacted. Also ich habe glaube vier Songs. Vier oder drei Songs von der EP reacted. Alles unten in der Playlist. Also in der Playlist drin. Auf meinem Kanal. Und das, wie gesagt, wenn ihr es euch wirklich interessiert, wird alles verlinkt sein. Ist alles verlinkt. Gönnt euch das Ding runter. Es ist wirklich ein nices Ding. Und da steckt wahrscheinlich sehr viel Arbeit drin. Weil die solche Texte, die wickst du nicht einfach hin. Da musst du schon bitte erstens Talent und Ahnung haben. Alter, dieses. Warte mal, der hat auch ein Lied rausgehabt, wo es nur ganze Zeit mit Double Time geht. Fällt's gerade nicht ein. Aber egal. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was in den Kommentaren gehört, ihr wisst, was in der Infobox zu finden sein wird, ihr wisst auch, was unten irgendwo am Arsch der Welt meine Social Media Plattformen zu finden sind. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, haut rein und macht irgendwas Sinnvolles. Und nein, ich kriege kein Geld von denen oder irgendwas, es ist einfach nur meine persönliche Meinung, ich mache kostenlose Werbung quasi für die. So.